Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir haben natürlich ein ganz, ganz tolles Event. Und wer hat nicht auch heute Morgen um 10 Uhr auf das großartige Video gewartet? Nee, nicht Video, es war ja sogar eine Videopremiere von Clash of Clans, also von Supercell Clash of Clans. Und 10 Uhr ging das Ganze los und da hat man natürlich einen Hammer erwartet. Ja, nach 25 Sekunden war das Spektakel vorbei und alle haben so geguckt, glaube ich zumindest, ich zumindest auch. Aber okay, es ist Hammer Jam Festival, beziehungsweise es ist der Hammer Jam. Und im Hammer Jam haben wir immer komplette reduzierte Kosten auf alles das, was wir bauen, inklusive Mauern. Und es gibt aber noch schönere Sachen hier. Also erstmal Zeit für die Party. 14 Tage, also 13 Tage, muss man sagen. Okay, das lässt natürlich schon wieder so ein bisschen auf Rathaus, na, 15 schließen, keine Ahnung. Ich habe das da mal ein bisschen mit rein retuschiert. Noch 12 Tage, 20 Stunden bis Rathaus 15. Wer weiß, wer weiß. Und wir haben natürlich einen schönen Armeeschub für ein Juwel. Und okay, die Clash-Fest-Herausforderung, die haken wir mal ab. Wir haben noch die Clanspiele, okay, die muss ich noch machen. Und passt natürlich gut, aber es kommen noch ein paar Events. Eis als Baby Saugut, Arge Arglist. Was für ein Zungenbrecher. Clanspielliga und auch das Überfallwochenende naht wieder ganz, ganz hart. Aber der Toto hat es jetzt doch gemacht. Natürlich habe ich das gemacht. Und zwar, lass mal gerade gucken, hier bei den Figürchen. Nehmen wir mal wieder eine Einheit mit. Wir wechseln mal den Skin. Und erstmal auf den neuen Skin hier, auf den Wächter. Habe ich mir gegönnt, Leute. Gönn dir, Toto. Ja, das gleiche habe ich natürlich mit dem King gemacht. Den King hatte ich aber schon. Nichtsdestotrotz habe ich das gleiche mit der Queen gemacht. Die Queen habe ich mir heute Morgen auch gekauft. Ja, ich hatte ja damals die Queen nicht gekauft, aus welchem Grund auch immer, weil ich es nicht eingesehen habe oder was auch immer. Jetzt ist die Einsicht aber da. Und dann gehen wir einfach mal rein ins Geschehen. Ich muss mal gerade gucken, was ich noch Unsinniges machen muss. Ja, das ist natürlich auch ein doofes Spiel, ne? Es ist mir leider abgelaufen, ist auch ein bisschen doof. Mauern machen. Ach, ich meine, im Moment bin ich mit Tunnelgräber und Hocks unterwegs. Da macht man halt weniger Mauern, muss man ganz klar sagen. Und dann trashen wir das, glaube ich, auch. Wir löschen das. Zeit ist eh abgelaufen und nehmen uns lieber ein anderes Spiel. Was müssen wir hier? 100 mal ein Mauerteil. Okay, wenn ich schon nicht schaffe, 50 zu machen, macht 100 null Sinn. Belagerungskaserne habe ich ja dabei. Also können wir das Spiel nehmen hier für 200. Wir nehmen mal, ihr solltet immer eins mitnehmen, wenn ihr die noch nicht fertig habt, die Clanspiele. Und dann gehen wir mal rein in Hammer Jam. Für mich passt das natürlich super, super gut, dieses Spektakel, denn ich habe immer noch ein paar Mauern zu machen. Ja, Leute, ich habe immer noch ein paar Mauern zu machen. Nehme jetzt aber auch nicht mehr die Mauerringe. Das wäre jetzt, glaube ich, Blödsinn, die jetzt zu nehmen, wo die Mauer nur noch, weiß ich nicht, so um die 2,9 kosten oder 2,8 oder sowas. Gucken wir gleich mal rein. Ich habe ja noch den vollen Pass. Der kommt ja noch mit dazu. Das heißt, die Reduzierung dann jeweils aus dem Pass. Und, okay, hier hätte ich Mauern machen können. Hätte ich Mauern machen können, ja. Das Schicksal schlägt immer, Murphy schlägt immer zu, ist klar. Und ich bin gar nicht so niedrig in irgendeiner Liga, ne? Naja, macht nichts, wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein, das Ding müssen wir mitnehmen. Und wir ziehen die Queen hier raus, perfekt. Naja, perfekt war das jetzt noch nicht, aber... Wir machen mal, was ist das, eine 80er? Ist das ein 80er King? Jo, ist ein 80er, okay, da sollte man in jedem Fall ruhig einen Headhunter mitnehmen. Das kann an der Stelle echt nicht schaden. Wenn man dort dann einen Headhunter nimmt, hier müssen wir mal ein bisschen weiter machen. Mal sehen, ob die, meine Queen. Oh, ich musste sie jetzt echt schon zünden, ey. Krass, okay. Naja, aber sie geht rein. Der Adler ist... auf jeden Fall unser Begier, aber dass ich die natürlich jetzt schon zünden muss, ist ein bisschen dusselig, aber was willst du machen? King läuft hier hinten noch gut mit. Nehmen wir mal noch einen Bogen mit, einen Magier mit dazu. Und kriegen wir die Queen eigentlich noch ein bisschen tiefer in die Base. Ich glaube nicht wirklich. Mal sehen, der geht auch nach
Ja, der geht an die Mauer, die er nicht ganz aufbekommt. Und den King zünden wir an der Stelle hier mal. So, meine Queen ist jetzt gleich schon am Radaus. Und dann setzen wir hier hinten unser Kasernchen und hier unseren Rest. So, Warden mit dazu. Die Hawks raus. Who let the dogs out? Ich. Royal Champion mit am Start. Erster Heil hier am Scattershot. Oh, ich habe noch zwei Miner. Okay. Ich habe den Gift mal wieder nur für die Skelette, ne? Ja, Gift nur für die Skelette. Posten wir hier nochmal weg an der Stelle. Und hier nehmen wir nochmal unsere Miner, glaube ich, in Heilung. Denn unsere Hawks sterben uns dann natürlich. Ich hoffe, die reiten da jetzt nicht auch noch durch den Gift durch. Ne, machen sie nicht. Okay. Machen sie nicht. Was haben wir hier hinten? Können wir das noch machen hier. Und wir müssen auf jeden Fall unseren royalen Champion hier jetzt einmal zünden. Müssen hier die. Ah, ich habe die Queen jetzt gefriest anstelle des Scattershots. Okay. Na, Tick. Okay. Der Scattershot hat die Queen gerade erledigt. So sah das zumindest gerade aus. War aber nicht so. Wir haben auch noch ein paar Miner am Start. Die sind jetzt schon am Scattershot. Da liegt natürlich eine große Bombe. Ah, wir kriegen den Loot nicht ganz, aber macht nichts. Ist nicht so schlimm. Gewonnen haben wir in jedem Fall. Hätte man besser machen können, viel, viel besser sogar. Aber sei es drum. Friesszauber hatte ich dabei. Naja, vielleicht doch noch. Vielleicht sollte man doch einen Unsichtbarkeitszauber mit reinnehmen. Okay, den Scatter schaffen wir noch für unsere Statistik. Perfekt. Und das Goldlager nicht mehr ganz. Schade. Schade, schade, schade. Bauen wir aber nach. Keine Frage. Ah ja, das Spielchen aber abgeschlossen. Okay. Nächstes Spielchen lässt sicher nicht auf sich warten. Einmal ausbilden. Kurz gucken, wie die Belagerungsmaschinen jetzt ticken. Ja, so passt das, glaube ich, ganz gut. Und dann lasse ich mir mal wieder ein paar Truppen geben. Ihr seht, ich nehme nicht immer Max-Truppen mit. Vielleicht sollte man doch Max einfach mal fordern. Vielleicht sollte man Max-Truppen doch einfach mal fordern. Okay, ich mache mal kurz einen Cut. Gib mir mal eben so ein paar Truppen und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, die Aufnahme zu starten. Okay. Ja. Das sage ich mal nicht zu, okay? Ich sag da mal nicht zu, Leute. Also zu dem, was ich hier gerade verbreche. Ja, alles klar. Okay. Ihr habt nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Jetzt habe ich wahnsinnige Zauber noch. Einwut, okay. Hammer. Okay, Hammer. Ein Wutzauber, perfekt. Müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir die Queen da so ein bisschen reingezogen bekommen. Jo, das sieht ganz gut aus. Dann lassen wir die mal ein bisschen rennen und nehmen hier einmal den hier. Oh, jetzt muss ich gleich aber schon den Wut ziehen hier. Die Wardenstatue tut ziemlich weh. Man könnte natürlich auch mal friesen. Man könnte auch mal ein bisschen was wegfriesen, ja. Okay. So, Queen geht darin. Perfekt. Nehmen wir mal den Royal Champion hier auch noch mit rein. Oh, ich muss meine Queen schon zünden. Okay, einmal den Adler. Orden mit rein, meine Hündchen. Und dann darf ich nicht vergessen, dass wir hier auch noch ein paar Zauber haben. Zauber ist gut. Oh, ich hab aber auch einen Lack, dass der die Dings da hat. Na, Gift, 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 Gift. Ja, okay. Den Loot haben wir ihm genommen, würde ich sagen. Das macht der King da hinten noch. Okay. Da ist aber jetzt noch eine Luftabwehr und der gegnerische Royal Champion. Alles klar. Kriegen wir hier noch vielleicht auch noch ein bisschen was an? Ah, nee, da ist auch noch eine Luftabwehr und der Scattershot. Okay. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben den Loot bekommen und können jetzt sicherlich ein paar Mauern machen.
Skelly Donut muss ich noch ein bisschen üben. Das kriege ich gar nicht gebacken, muss ich sagen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Oh, mein King geht noch hier. Na, geht da noch was, King? 80er King. Unglaublich, was der an Trefferpunkte hat, ne? Meine Herren, und der macht noch einen Hit hier auf den Scatter. Das war es jetzt aber auch, okay. Naja, aber Spiel haben wir geschafft. Ich habe eben noch ein Spiel zwischendurch gemacht und habe jetzt noch eins angenommen. Hatte jetzt nur, wie gesagt, ein bisschen verpeilt, was ich angenommen habe. Und bauen wir aber auch da wieder nach. Und jetzt können wir uns aber trotzdem mal angucken, was wir an Mauern haben. Achso, ich brauche noch einen Stern für den Bonus, okay. Aber wir können sicherlich ein paar Mauern machen. Und ich wusste ja jetzt eben nicht ganz genau, wie teuer eine Mauer ist. Also eine Mauer kostet hier mit vollem Pass, also mit der vollen Ermäßigung, 2.800.000. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer als 5.6, ne? Mensch. Oh, ich meine, das Event kommt mir ja natürlich jetzt nur zugute. Nur wusste ich nicht, kommt noch ein Hammer Jam, kommt kein Hammer Jam. Und deswegen habe ich hier natürlich relativ normal meine Mauern weitergemacht. Meine Mauerringe brauche ich jetzt nicht mehr, beziehungsweise kaufen tue ich sie mir wahrscheinlich schon. Oh, wir haben einen Trainingstrank und wir können wahrscheinlich auch wieder Ringe kaufen. Aber Ringe nehme ich jetzt erstmal nicht. Ringe nehme ich erstmal nicht. Das auch nicht. Okay, Gratistrank, dafür muss ich erstmal einen verbraten. Mache ich aber auch. Alles klar, ich hoffe, dies Hammer Jam oder Zeit für die Hammer Party passt euch auch ganz gut. Und ihr Akkad, lasst richtig schön in die nächsten 12 Tage jetzt hier den Hammer in eure Base noch schwingen. Ich meine, letztendlich macht es sich natürlich gerade im Rathaus 13 und 14 Bereich richtig bemerkbar, wenn du farmst und musst noch irgendwas updaten, so wie ich jetzt beim Avatar, da gehe ich jetzt mal drauf. Da habe ich, glaube ich, noch so 1, 2, 3 Bauarbeiter frei oder so. Die brauchen ja jetzt nicht mehr so viele Ressourcen. Die Zeit, Leute, bleibt aber die gleiche. Also die Bauzeit der ganzen Sachen verändert sich dadurch nicht. Das macht aber nichts. Ich finde trotzdem das Event gut. Und 12 Tage, 20 Stunden, habe ich eben schon gesagt, lässt auf etwas mehr hoffen. Ich lasse euch auf jeden Fall nicht im Regen stehen. Das heißt also, wenn da was kommt, dann bin ich auch am Start, auch wenn es immer ein kleines bisschen verzögert ist. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen, vielleicht auch in Livestreams. Ich habe so ein bisschen die Sachen der letzten Tage auch so ein bisschen aufgeschnappt und lüge immer rum, ich gelobe Besserung. Alles klar, bis dahin, euer Toto, clasht.